So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Wir machen weiter mit Betsys Tankstelle. Und genau, also die zwei Zahlen haben wir gefunden und wir gucken uns jetzt erstmal noch die Tankstelle an. Gab es hier irgendwas? Ja, hier hinten, gut. So, also aus irgendeinem Grund ist hier wieder ein Pfeil. Mal gucken, wann die relevant sind. Wir können hier was kombinieren. Die zwei Zahlen haben wir uns genommen. Und gleich zurück. Also die Betsy scheint nicht da zu sein. Gut, dann gucken wir uns mal an, was wir hier gefunden haben. Blaue und rote Wildblumen. Ich glaube ja, irgendwer bekommt von uns nachher noch einen Blumenstrauß, wahrscheinlich die Betsy. Und Bretter und Werkzeug. So, da hätte ich ja gesagt, wir gehen als allererstes zurück. Bretter und Werkzeug. Und ich glaube, das ist auch die 52, die wir gefunden hatten. 52,36. So. Bevor wir irgendwas mit der Tankstelle machen, gucken wir jetzt hier hoch in das Baumhaus. Hier ist eine hohe Plattform. So, und die können wir quasi hier anlegen. Ja, dann ist jetzt das Bild fertig. Und es hat die 36, entfernen wir die 35. Und die Frage ist ja, das wäre sicherlich cool mit dem Funkgerät hier oben. Ansonsten habe ich dafür jetzt noch nichts. Gut, so, das haben wir aber erstmal geklärt. So, hier ist ein Spinnennetz. 49. Ansonsten komme ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die Solarstation an. Oder ich meine, hier ist die 49. Haben wir irgendwas, was wir mit der 49 kombinieren können? Nö, nur das kaputte Funkgerät. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Solarstation an. Oder? Ach, ich glaube, wir haben was zum Hören, oder? Kapitel. Wir haben hier gar nicht das Kapitel gehört, Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es tut mir leid, es tut mir leid, wenn ihr das jetzt beim letzten Kapitel, beim letzten Video in die Kommentare geschrieben habt, ist zu spät. Also, für den Sumpf hören wir uns erstmal Kapitel 4 an. Habe ich einen Ton? Grün, Kapitel 4. Meilenweit nur grau und grün. Und dazu diese Mücken und der Gestank von verwesenden Baumteilen und Pflanzenresten. Ja, der Sumpf war kein angenehmer Ort. Die Freunde erinnerten sich an einen der ersten Abende im Camp, als Aufsichtsperson Reinhard ihnen erzählt hatte, wie sich vor Jahren der kleine Tobias Brückmann dort verlaufen hatte. Oh. Und man hatte ihn erst in der Nacht mit einem gebrochenen Bein wiedergefunden. Es musste schrecklich gewesen sein an diesem Ort, der schon tagsüber gruselig aussah, verletzt und alleine zu sein. Nicht vorstellbar, wie es wohl erst in der Dunkelheit sein musste. Doch zum Glück war es heller Tag. Und die Freunde benutzten lange Stöcke, um feste Wege zu finden und so immer weiter in das Moor zu gelangen. Weit konnte es bis zu der Tankstelle nicht mehr sein. Doch was war das? Mitten im Sumpf entdeckten sie ein altes Baumhaus. Doch die Stufen hinauf sahen nicht sicher aus. Sie konnten jedenfalls nicht nach oben klettern. Gut, das haben wir geklärt. Und jetzt gehen wir auch gleich weiter zur Tankstelle. Kapitel 5. Der Wind pfiff aus östlicher Richtung, als die Gruppe auf die heruntergekommene Tankstelle der alten Betsy Boschberg zuging. Die unfreundliche Tankwartin und Betreiberin des einzigen Automatenkiosk weit und breit. Einige hatten ihre Bekanntschaft schon im letzten Sommercamp machen müssen, wenn Scout Reinhard für das große Abschlussfest noch ein paar Dinge besorgen musste. Niemand war zu sehen. Ein Klackern, ein leises, unrhythmisches Schlagen war zu hören, das von einem Holzschild kam, das der Wind gegen die geschlossene Glasfront des Snack- und Getränkeautomaten pustete. So, übrigens,
Das ist dann jetzt hier aufgeploppt. Instagram, ist klar. So, die Lieblingsfarben waren ja blau und rot. Und wir haben ja die 24, die 23 und die 22. Und ich nehme an, wir brauchen die Blümchen. So. Ja, okay, aber das hat mich jetzt leider nicht weitergebracht. Des einzigen Automatenkiosk weit und breit. Einige hatten ihre Bekanntschaft schon im letzten Sommercamp machen müssen, wenn Scout Reinhard für das große Abschlussfest noch ein paar Dinge besorgen musste. Niemand war zu sehen. Ein Klackern, ein leises, unrhythmisches Schlagen war zu hören, das von einem Holzschild kam, das der Wind gegen die geschlossene Glasfront des Snack- und Getränkeautomaten pustete. Ich habe es mir gerade nochmal angehört. Komme ich jetzt meiner Ansicht nach nicht weiter. Aber hier sieht es so aus. Habe ich hier irgendwas mit einem Pfeil? Nee, kein Pfeil. Na gut. Weiß ich jetzt nicht. Das hier ist unsere hohe Plattform. Was ich anstellen soll. Daher würde ich es jetzt versuchen mit der Ladestation. So. Also hier ist es Solarpanel und hier irgendwie Salat, 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 Salat. Hier. Und ich denke mal, wir versuchen es mit der 1159 und wir laden ja quasi mit dem Solarpanel die Batterie und mit der Batterie machen wir dann irgendwas. Ich glaube, die Batterie würde ich dann versuchen hier. Ich weiß zwar nicht hier, aber das ist das Einzige, was wir tun können. So, wir suchen jetzt also die 1159. Das ist hier. Okay. So, volle Batterie. Wir probieren mal noch die anderen aus, einfach nur aus Spaß. 1189. Gucken wir hier alle 11er durch. 11,25 haben wir. Nö, ist keine 11,25. Gibt es noch eine andere 11? Es gibt keine andere 11. Okay, also es gibt keine Karte, die sagt, nö, das war falsch. So, sobald ihr eine leere Batterie findet, könnt ihr sie anschließen. Also, wir haben die richtige Batterie gewählt. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine geladene Batterie. Ich meine, hier ist auch ein Spinnennetz. Ich habe gerade hier auf dem Schreibtisch nochmal entdeckt, das hier. Große Winkelspinne. Sie ist eine der größten Spinnen in Deutschland. Ihre Beinspannweite beträgt bis zu 10 Meter. Nur kleinere im Lager gefunden. Okay, im Wald gesehen. Voll schön, Leuchtkäfer. Im Wald gefunden. Gut. Was haben wir hier noch? Kellerasse im Lager gefunden, Feuerwanze im Wald gefunden, ja, die haben wir gesehen. Das Paarungsritual der Feuerwanze dauert bis zu 30 Stunden, wobei die Tierchen sich voneinander abgewandt zusammenstellen. Dabei können sie sich sogar fortbewegen. Okay, und einen Hirschkäfer haben wir noch. Judy, bringt uns jetzt nicht weiter, aber ist auf jeden Fall eine spannende Information. Und ich würde jetzt einfach. Das war die leere Batterie. Okay. Ich würde jetzt einfach die volle Batterie hier ausprobieren, weil eine andere Idee habe ich nicht. So, gucken wir mal die 1949. Ob wir überhaupt eine 19 haben. Na, wir müssen ja eine 19 haben. So, gut. War eine blöde Idee, aber es kann ja sein. So, also die Wildblumen haben wir nicht zu kombinieren. Wir haben noch Klebeband, aber das zeigt in die Richtung. Dann haben wir die Gang, die Ladestation, das Funkgerät. So, wir versuchen mal das Funkgerät. Nee, das kaputte Funkgerät. Ergibt ja auch keinen Sinn. Wir müssen das Funkgerät reparieren. Wollen wir das Funkgerät versuchen mit dem Klebeband? Ich weiß zwar nicht, ob Klebeband ausreicht, um ein Funkgerät zu, ne? Das bezweifle ich eigentlich, aber wir probieren es mal aus, weil ich bin gerade so ein bisschen ideenlos. So, das ist die 1326. 1326 gibt's
Funkgerät ohne Batterie. Wir haben tatsächlich das Funkgerät. Ja gut, also theoretisch haben wir jetzt hier oben das Ding festgeklebt. Gut. Und dann brauchen wir die Batterie für das Funkgerät. Steht ja da. Funkgerät ohne Batterie. So, 1925. Ja, das hat man doch gerade in der Hand. So, einsatzbereites Funkgerät. Ihr hört nur Störgeräusche. Sucht einen hohen Platz mit gutem Empfang. Das habe ich mir ja vorhin schon gedacht. Genau, dass wir das Funkgerät nutzen hier auf der hohen Plattform. So, wir haben einen Run. Und ich bekomme Halsschmerzen. Na, zum Glück stehen hier meine Ricola rum. Rede ich schon so lange oder was ist hier los? Ich spanne mich hier wieder auf die Folter. Ha, so, 12:35 Uhr. Hört euch Kapitel 6 an. So, und die zwei können wir aussortieren. So weit, so gut. Gespannt drängten sich die Freunde um das Funkgerät, das nach ein paar leisen Störgeräuschen tatsächlich etwas wie eine Unterhaltung zu übertragen schien. Sie konnten die Stimmen von drei Jungs und einem Mädchen hören. Ich habe gerade voll. Oh, ich habe voll die Wut. Und ich möchte tanzen. Oh Mann, sieht geil aus, oder? Oder was sagst du, Mandy? Ja, mega guter Dance, Pete. Mach mal Platz auf dem Sofa, Bronco. Ich will eine Runde GTA Highscore Party gegen dich fahren. Nee, ist nicht. Heute Morgen war schon wieder so ein Drecksviech auf meinem Controller. Boah, das nervt mich voll ab. Ich hab euch Idioten schon tausendmal gesagt, kümmert euch um diese Löcher in der Wand. War zum Glück nur so ein blöder Käfer. Ah, Mist. Hab's voll vergessen. Tut mir leid, Bronco. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, wie du mich nennen sollst. Hab's voll vergessen, Boss. Mandy und ich haben noch den Weg zu dem Versteck der Fahne aufgeschrieben. Stimmt's, Mandy? Die, die wir heute Morgen aus dem Camp gestohlen haben, weißt du noch? Na klar, weiß ich das noch. War doch dabei. Ich hoffe, ihr beiden habt's ordentlich aufgeschrieben. Na klar, Bronco. So richtig geil verschlüsselt. Wie in diesem Actionfilm. Phantomkommando. Ich dreh voll ab. Würde zu gern sehen, wie diese kleinen Hosenscheiße jetzt nach ihrer Fahne suchen. Ich sag's euch, sie werden sicher nicht schlafen können und zu Hause bei Mami und Papi rumheulen. Ah, unsere schöne Fahne ist weg. Unsere schöne Fahne. Am besten schließen wir die Wegbeschreibung in unsere rote Mofa-Bandenkiste. Den Code kennt außer uns niemand. Ja, Boss. Selbst ich vergesse ihn immer. Deshalb drehen wir alle Zahlen um eins nach links. Merkt ihr das gefälligst mal, Randy? Und jetzt nimm diesen verdammten Schokoriegel aus dem Mund und mach die geile Musik wieder an. Ach, herrje. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort trat die alte Betsy Boschberg aus ihrer Tankstelle. Sie hatte wirklich üble Laune, da sie den ganzen Morgen damit verbracht hatte, sich ein Geschenk für ihren Verliebten auszudenken und ihr einfach keines einfiel. Na, die Blumen. Ach ja, je. Also die Dialoge waren jetzt ein bisschen, naja. Also die Betsy braucht auf jeden Fall einen Blumenstrauß. Das hier sind die Heinis. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, alle Zahlen einmal nach links drehen. So, wir dürfen uns hier die Zahlen nehmen, die 20 und die 45.
Die 20 ist der Eingang. Ich glaube, das ist die Betsy. Ich glaube, wir bringen ihr den Blumenstrauß. Und zum Glück habt ihr gut aufgepasst. Ihr habt belauscht, dass das Schloss verstellt wurde. Alle Zahlen wurden einmal nach links gedreht. Ja gut, aber hier sind ja keine Zahlen drauf. Darf ich mir das hier nehmen? Ist das die Kiste? Nee. Na gut, ich glaube, ich muss ja auch mal ein bisschen aufräumen, was wir hier schon abgearbeitet haben und was nicht. Okay, okay. Also, ich würde sagen, wir geben Betsy blaue und rote Blumen. So, das ist die 2024. Denn die überlegt ja irgendwie, was sie ihrem Angebeteten schenken soll. Wobei, dass jetzt eine Frau einem Mann Blumen schenkt, ist auch irgendwie... Soll es der Campleiter sein? Ah, 2024. So, das müsste hinhauen. Und wir haben die Betsy, die sieht auch ein bisschen, die sieht ein bisschen aus, als ob sie eigentlich in Tim Burton Filmen gehört. Ha? Achso, hier steht die, ne? So. Gut, jetzt dürfen wir uns schon Kapitel 7 anhören. Hier stand noch, Achtung, im Laufe des Spiels werdet ihr auf ein geheimes Kapitel stoßen. Klickt, wenn es soweit ist, auf den Button unter dem Abenteuerhörbuch. Das ist hier. Ach hier, wenn wir Schwierigkeiten haben. Okay. Gut. Nein, 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 nein. Achso, wir werfen dann die Betsy und die ganzen Blumen weg. Und dürfen die 55 und Ödland auspacken. So, wir legen mal los. Die Freunde gingen auf die garstige Frau an der Tankstelle zu und überreichten ihr den Strauß mit den roten und blauen Wildblumen. Kurz schnupperte sie daran, dann bildete sich etwas wie ein sehr breites Lächeln auf ihrem Gesicht. Wie herrlich lieb ihr Kinder doch seid. Ja, ja, das sind genau die richtigen. Oh, mein Schatz, mein süßer Schatz, wird mich noch mehr lieben, wenn ich sie ihm schenke. Es sind genau seine Lieblingsfarben. Bestimmt knutscht er mich. Oh Gott. Jetzt habt ihr euch eine Belohnung verdient. Betsy Boschberg ging auf den Snackautomaten zu, griff nach einem Stromkabel und schlug nach dem Anschließen viermal mit der Faust gegen das Gerät. Geh schon an, du verfluchtes Ding! Die Anzeige begann zu blinken. Kurze Zeit später fiel etwas in das Ausgabefach des Automaten. Hier, das ist für euch. Mehr gibt es nicht. So nützlich wart ihr dann auch nicht. Danke. Außerdem brauche ich diese Schokoriegel. Dieser hässliche Typ mit dem Mofa kauft jede Woche mindestens 20 bei mir. Das habe ich mir schon gedacht. Als die Freunde hörten, dass Betsy ein Mofa erwähnte, fragten sie schnell nach, ob sie wisse, wo der Junge wohne. Vielleicht war er einer der Fahnendiebe. Woher soll ich das wissen? Fährt er mal in diese Richtung. Keine Ahnung, was er da will. Wohnen wird er das sicher nicht. Sie deutete auf einen kleinen versteckten Pfad, der zwischen vertrocknetem Gestrüpp gerade noch so zu erkennen war. Vielleicht sollten sie sich dort einmal umsehen? Das machen wir. So, Kreuze markieren die verschiedenen Orte des Abenteuers. Sie werden erst später im Spiel nützlich sein. Hier ist jetzt kein Kreuz. Wir drehen das um. Und ich wette, wir dürfen dann auch gleich das Clubhaus betreten von der Gang. So, und wir dürfen uns die 55 nehmen. Und das ist tatsächlich ein Captain Ken Schokoriegel. Und ich wette, wir bestechen dann nachher einen Typen. So, wir haben hier keine Insekten erlaubt. Ich hole euch mal wieder ein bisschen ran. Keine Insekten erlaubt. Hier sind Mofas. Zutritt verboten. Zwei Zahlen entdecken wir. Hier ist eine 40, hier ist eine 56. Hier legen wir irgendwas an. Vielleicht den Schokoriegel. So. Also. Hier ist die 40. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Hier ist auch nochmal Insekten verboten. So, genau. Hier sind Löcher. Und hier ist die 56. Okay. So, wir nehmen uns also die 40 und die 56. Hier ist die 56. Und hier ist irgendwo die 40. Ja. So.
Das wird ja noch illuster. Also, alte Schrauben, zum Ausleeren tauscht diese Karte gegen Karte 33. Okay. Ich nehme mal an, wir brauchen das Glas, um Insekten zu fangen und finden dann wahrscheinlich den Hirschkäfer. Ich nehme schon mal die 33. Das ist jetzt so meine Theorie. Schraubglas. Genau, das können wir nämlich nicht kombinieren, aber das hier. Und die 56 ist Laub und Äste. So, ich würde ja sagen, wir tun Laub und Äste in das Glas, damit wir den Käfer fangen können. Also, das tun wir hier rein, damit er hier leben kann. Das ist jetzt einfach mal. Also, ich glaube, es geht um den Käfer. So, wir gucken also mal, ob wir hier eine 29 drin haben. Müssen wir ja. Und zwar die 29, 56. Nein, ist es nicht. Guck nochmal. Hätte ja sein können. Ich hätte dort die Äste reingetan. Wegen dem Käfer. Na gut, dann nicht. So, wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten. Also wir haben quasi hier was zum Kombinieren. Und wir hätten hier einmal Laub und Äste und einmal einen Kennriegel. Zwei Ideen dazu. Ach so, wir können wieder das Kapitel hören, ha? Ich habe das Kapitel wieder gar nicht gehört. Ja. Und meine Ideen dazu, wir stecken den Riegel rein und locken den Typen raus. Oder, aber mit Laub und Äste können wir das nicht kitten. Ich habe schon wieder... Das ist, kennt ihr solche Spiele hier wie... wie heißt denn dieses uralte Spiel mit dem Affen? Monkey Island. Oder Edna bricht aus. Oder Harveys neue Augen. Solche Spiele, wo wir irgendein Schnulli miteinander kombinieren, in der Hoffnung, dass wir weiterkommen. Und die Geschichten dazu sind ja manchmal ein bisschen absurd. Deswegen komme ich auf solche absurden Ideen, falls ihr euch jetzt fragt. So, wir hören jetzt erstmal Kapitel 8. Nee. 10. Kapitel 10. Nachdem sich die Freunde in der Sommerhitze und ohne ausreichend Schatten durch die Ödlande gequält hatten, entdecken sie in der flirrenden Ferne etwas Seltsames. Mehrere handbemalte Holzschilder und etwas, mit dem sie fast nicht mehr gerechnet hatten. Spuren im staubigen Boden. Mofa-Spuren. Bevor sie ihnen folgten, nahmen sie alle nochmals große Schlucke aus ihren Trinkflaschen und standen wenig später vor einer alten Scheune, die nicht sehr einladend aussah. Das musste das Clubhaus sein, von dem die Fahnendiebe über Funk gesprochen hatten. So. Ich hätte ja gern ins Clubhaus geguckt. Sie haben gesagt, das Clubhaus. Aber hier steht nirgendwo, dass ich das öffnen darf. Okay, pass auf. Dann versuchen wir einfach mal, hier den Schokoriegel reinzustecken. Why not? So. Oder halt die Äste. Weder noch. Die wollen eine andere Zahl. Ja, aber was anderes, eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Die Frage ist, darf ich hier rein? Ist hier... Ja, wir gehen hier quasi rein. Und gehen wir jetzt hier rein oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Also wir haben nichts, was wir hiermit kombinieren können, was dann zu einem Ergebnis führt. Ja.
Haben wir auf irgendeiner anderen Karte noch was zu tun? Aber wir haben halt auch sonst nichts. Also wir können hier nichts Vernünftiges mehr kombinieren. Ich meine, gut, wir haben jetzt noch nicht versucht, den Captain Ken-Riegel in das Glas zu tun. Ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Sinn macht, aber wir können es ja einfach mal tun. Ich glaube, wir müssen jetzt in das Clubhaus rein. Ja, nee. Ich glaube, wir dürfen jetzt hier rein. So. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal in der nächsten Aufnahme. So. Oder gibt es denn Hilfe, Probleme und Schwierigkeiten? Kapitel 1. Naja. Sie haben gesagt, es ist das Clubhaus. Dementsprechend würde ich sagen, wir öffnen das Clubhaus. So. Bis zum nächsten Video. Tschüss.